Wie nennt man deine Frisur? Also das ist eine Hairline. Ja. Und ist von einem Fußballer, deswegen habe ich es so gemacht. Ist das so ein Taper-Dingsbums? Taper-Fade heißt, das besagt ja quasi den Übergang an den Seiten. Okay. Und das ist eine Hairline. Soll ich mir das auch machen? Nee, will ich nicht machen. Nichts? Okay. Danke für die Info. Bist du schon vegan? Nee. Warum nicht? Weil Fleisch mir gut schmeckt. Okay, aber glaubst du, wir sind alle vegan geworden, weil wir plötzlich aufgewacht sind und es uns nicht mehr geschmeckt hat? Nee, ich kenne deine Meinung. Ich finde sie zwar zu radikal, aber ich kann verstehen, warum man so denkt. Nur ich denke halt so, schau mal, die Frau ist es nicht, die Frau ist es auch nicht, dann brauche ich es auch nicht zu sein. Okay, also wenn alle hier Rassisten sind und schwarze Sklaven schlagen, dann darfst du auch schwarze Sklaven schlagen. Nee, natürlich nicht, aber das eine stellt ja eine Straftat dar und das andere nicht. Ja, wir reden gerade unabhängig vom Gesetz über die Moral, weil früher war das nicht legal, nicht eine Straftat, schwarze Sklaven zu schlagen, da war das ganz normal. Das war, alle Mitläufer haben das so gemacht, so wie du jetzt gerade sagst, ja, wenn es alle anderen auch nicht machen, dann mache ich es so wie der Rest. Und wenn das Gesetz jetzt sagen würde, das wäre bei Menschen auch okay, wäre das dann okay für dich? Wenn sie mir was antun würden, ja, aber ich denke mal, sie würden mir nichts antun. Ja, aber es wäre ja legal. Also moralisch habe ich immer noch ein Problem damit. Hast du auch immer noch ein Problem damit, so wie ich moralisch ein Problem damit habe, wenn du das Tieren antust, weil das unabhängig vom Gesetz ist, verstehst du? Also wenn, abgesehen davon, wenn du mir einen Fleischersatz bringen würdest, beziehungsweise zeigen würdest, der 1:1 den Geschmack wiederherstellt vom richtigen Fleisch, würde ich auch vegan sein. Kann ich aber nicht. Und mich interessiert das nicht, ob jetzt etwas 1:1 so ist. Selbst wenn es nur 70-60% so ist, und das schaffst du mit diesen sogenannten Ersatzprodukten auf jeden Fall, kann ja dieses 40% Unterschied das nicht rechtfertigen, dass du ein Tier versklavst. Ich stelle doch nicht meinen Geschmack über die Freiheit von einem Tier, oder du schon? Was heißt versklavst? Es gibt ja auch Tiere, die quasi auf natürlichem Wege gestorben sind. Aber die isst du ja nicht. Du isst ja junge, gesunde Tiere, nicht alte, kranke Tiere. Ja, wir kaufen schon hochwertiges Fleisch. Ja, aber das sind ja trotzdem junge, gesunde Tiere. Die sind ja nicht so, dass sie in Altersschwäche sterben, an natürlichem Tod, sondern die werden in Gaskammern getreten, die ja, klar, werden mit Elektrozangen umgebracht, die werden mit einem Messer in der Kehle erstochen. Das ist nicht natürlich. Also die sind nicht alt. Ja, aber das, was du jetzt gerade sagst, ist ja, spricht ja eher dann auf vegetarisch zu sein, weil vegan sagt ja dann quasi aus, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Huhn, was sich frei bewegen kann und so weiter, und was halt Eier abwirft, sehe ich jetzt kein Problem darin, das Ei zu essen. Also in der Eierindustrie, in einer ganz normalen Eierindustrie, werden diese Hühner ja auch alle getötet, sobald sie keine Eier mehr legen, nach 1-2 Jahren. Und die sind ja auch krass überzüchtet, leben in schrecklichen Umständen. Selbst in der Freiland- und Biohaltung sind das teilweise tausende Tiere in einer Scheune. Dabei können ihre kleinen Gehirne gerade mal so 50 verstehen in einer Hierarchie. In der Natur, dieses Urhuhn legt so im Jahr 50 Eier, aber die sind so krass überzüchtet, dass sie fast täglich ein Ei legen, was ihnen gar nicht gut tut und ganz viel Energie entzieht. Also das ist immer noch ein System der Gewalt und Ausbeutung, und du brauchst keine Eier. Die Hühner brauchen die Nährstoffe, die in den Eiern sind, schon. Die würden sie in der Natur zurückessen, selbst aufpecken und essen, wenn man es ihnen einfach lässt. Aber diese Möglichkeit haben sie gar nicht mehr, weil du es ihnen wegnimmst, wenn du Eier kaufst. Deswegen in der Eier- und in der Milchindustrie werden diese Tiere ja immer noch versklavt. Die sind nicht frei, werden wie Ware behandelt und werden ermordet, wenn sie keinen wirtschaftlichen Vorteil mehr bringen. Ich bin gegen Sklaverei. Bist du etwa dafür? Nee, aber es hat nichts mit Sklaverei zu tun. Sind diese Tiere frei? Je nach Haltung, ja. Das, also können die Tiere frei entscheiden, ob sie zum Schlachthaus kommen oder nicht? Bei manchen Haltungen schon. Dann gehen die Tiere einfach freiwillig ins Schlachthaus? Nein, die sind irgendwann einfach tot und werden dann geschlachtet. Die sind tot und werden dann geschlachtet? Ja. Die Tiere sind tot und werden dann geschlachtet? Ja. Was ist denn Schlachten? Ja gut, du gehst natürlich bei Schlachten von aus, wenn... gut, dann stimmt halt das Wort Schlachten nicht, aber dann wird halt das Tier quasi zerlegt und dann zum Essen vorbereitet. Die Tiere müssen noch lebendig sein, während sie ausbluten, weil sonst können wir das kaum konsumieren. Deswegen kriegen die einen Betäubungsschuss am Schlachthof, die Kühe, und das schlägt übrigens in 1/3 der Fällen fast schief. Das heißt, häufig ist es eine sogenannte Schächtung, wo die Tiere bei lebendigem Leib mehr oder weniger, aber bei vollem Bewusstsein verbluten. Und dann werden sie ausgeblutet, kriegen ein Messer in die Kehle gesteckt, die Schweine, die Kühe, die Hühner, und werden einfach aufgehängt, umgekehrt und ausgeblutet. Das passiert
wie gesagt, während die Tiere noch leben, weil ihr Herz pumpt dann das Blut aus ihrem Körper raus. Und die sind nicht tot und werden dann zerlegt, natürlich im Tod. Zum Beispiel befreundete Bauer, die lassen halt die Tiere, wie gesagt, ganz normal frei laufen und dann halt sterben und benutzen dann, wie gesagt, wirkliches Fleisch und das essen wir halt. Ja. Also wenn, dann werden sie vielleicht mit Weideschuss oder sowas getötet, aber die sind nicht einfach so, dass sie auf der Wiese gehen und dann liegt da endlich die tote Kuh und dann sagen sie, ja, endlich können wir wieder ein Steak essen. Die sogenannten Biobauern, die haben ja auch Wirtschaftlichkeit im Hinterkopf und selbst wenn man sich das nur so hobbymäßig hält, die Tiere... Ja, aber selbst wenn man sie sich nur hobbymäßig hält, du kannst ja auch nicht einfach Menschen in den Hinterhof stellen und die dann halt irgendwann essen. Wenn sie tot umfallen und tot auf der Wiese liegen und oder das deine Oma war, dann kannst du gern deine Oma essen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Und genauso bei einem Hund, wenn dir dein Familienhund... Wäre doch dann auch nicht vegan. Ich habe kein Problem damit, wenn du schon gestorbene Tiere, die überfahren auf der Straße liegen, isst oder Eichhörnchen, die aus dem Baum runterfallen. Aber wir kennen ja den Bauern und wissen ja, dass das so der Fall ist, wie ich es gerade gesagt habe. Also man isst keine gestorbenen Tiere normalerweise, weil die ja auch Krankheiten übertragen. Das kann ich mir kaum vorstellen, aber selbst wenn das so wäre, symbolisierst du damit an dein Umfeld, wenn du es nicht alleine isst, dass das in Ordnung ist, generell Tiere als Ware zu benutzen. Und du weißt ganz genauso wie ich, dass du hier auch in der Innenstadt herumgehst und dir da auch Ware kaufst, die nicht von diesen Bauern, wo die Tiere alle glücklich eingeschlafen sind, auf der Wiese sind. Also warum hangeln wir uns gerade über irgendwelche utopischen Vorstellungen, wo Tiere nur tot auf der Wiese liegen und wir sie dann essen? Das passiert nicht und das unterstützt du auch nicht. Und was ist deine Begründung dafür, das zu tun? Der Geschmack. Okay, jetzt sind wir wieder bei Punkt 1. Darf ich wegen Geschmacksgründen jemanden erstechen? Ein Tier schon. Wo ist da der relevante Unterschied, dass ich das bei Tieren machen darf, aber bei Menschen nicht? Weil ein Mensch einen größeren Wert hat. Okay, aber du musst dich ja nicht entscheiden, ob du Menschen oder Tiere abstichst, sondern ob es ein Tierleben überhaupt wert ist, nicht abgestochen zu werden. Würdest du wirklich sagen, dass wir Tiere einfach so abstechen dürfen, nur weil sie vielleicht weniger wert sind in deinen Augen als ein Mensch, sind sie ja immer noch etwas wert, und zwar mehr wert als dein Geschmack, oder? Finde ich nicht. Also wenn da ein Hund geht, dann darf ich den Hund einfach abstechen, um ihn zu essen? Nee, weil das ist ja wiederum was anderes. Deine Beispiele machen null Sinn. Du vergleichst irgendwelche Straftaten mit irgendeinem... Ich habe gerade keine Vergleiche gemacht, ich habe nur Fragen gestellt, aber du kannst es gerne als Vergleich betrachten. Also fangen wir nochmal mit dem Vergleich an. Wo ist der relevante Unterschied, dass man Hunde und Katzen, unabhängig jetzt der Straftätigkeit davon, nicht abstechen und essen darf, aber Kühe, Schweine und Schafe schon? Wenn sie gezüchtet werden sollten, dass es ein gängiges Produkt ist, einen Hund zu essen, ist es ja in Europa nicht der Fall, wäre das natürlich auch okay. Ich könnte jetzt aber nicht einfach in die Stadt gehen und einfach irgendeinen Hund töten. Darf ich also Menschenkinder auch züchten, um sie abzustechen, wenn das ein gängiges Produkt ist? Ich habe ja gesagt, ein Menschenleben ist mehr wert als... Aber okay, was macht das Menschenleben denn mehr wert? Wo ist da der relevante Unterschied? Das ist einfach Fakt. Was denn? Was ist einfach mehr wert als... Für manche Menschen nicht, also für mich ist es nicht der Fakt. Wo ist da der Fakt? Was ist da der relevante Unterschied, der das für dich mehr wert macht? Es ist einfach gang und gäbe, wenn ich irgendeine Wespe sehe, ich bin gerade am Essen, dann bringe ich die um. Ja, aber das war nicht die Frage. Wenn mich ein Mensch angreift, dann werde ich den auch umbringen. Aber wo ist der Unterschied zwischen Menschen und anderen Tieren, dass du sagst, dass ein Mensch mehr wert ist? Warum? Warum kann ich nicht begründen? Das ist einfach... Doch, du musst es begründen. Wenn du dem einen Gewalt antust und dem anderen nicht. Das ist, als würde ich mich hinstellen und sagen... Ja, ich darf Schwarze versklaven und Weiße nicht, weil der Schwarze ist halt weniger wert. Und dann würdest du auch sagen, what the fuck? Und dann sage ich, ja, ist halt gang und gäbe. Schwarze wurden immer schon versklavt. Wenn wir in der damaligen Zeit gelebt hätten, wäre das mit Sicherheit gang und gäbe gewesen. Aber das wäre ja trotzdem nicht in Ordnung gewesen, oder? Klar. Aber warum ist das dann jetzt in Ordnung? Nur weil es gang und gäbe ist mit den Tieren. Nochmal die Frage. So wie es früher in Ordnung und gang und gäbe war, Schwarze zu versklaven und zu unterdrücken, machst du das jetzt mit den Tieren? Ja, aber das war damals nicht in Ordnung mit den Schwarzen. Dann ist es jetzt in Ordnung mit den Tieren? Ja, ist es. Warum? Ja, weil damit Geld verdient wird. Und das wurde mit schwarzen Sklaven auch Geld verdient. Ja, deswegen wurde es auch gemacht. Und deswegen ist das in Ordnung oder nicht in Ordnung? In Ordnung. Das war damals auch in Ordnung mit den schwarzen Sklaven? Natürlich war es in Ordnung. Du findest das jetzt im Nachhinein betrachtet auch in Ordnung, dass wir schwarze Sklaven hatten? Nein, das habe ich nicht gesagt. Hast du gesagt? Nein, ich habe gesagt, dass es damals, zu der damaligen Zeit, angebracht und in Ordnung war, zu der Zeit,
Weil es halt, wie gesagt, gang und gäbe war. Das heißt nicht, dass und dann haben wir uns moralisch entwickelt. Doch, du hättest es hundertprozentig damals unterstützt, weil du ja jetzt auch die Sklaverei von den Tieren unterstützt. Die moralische Einstellung ist genau die gleiche. Ob du ein Rassist bist oder ein Rassist zu den Tieren und die als Sklaven verwendest, du bist genau die, du verfolgst halt einfach die Masse. Das ist das, was du am Anfang schon gesagt hast. Das machen halt alle. Deswegen machst du es auch. Damals haben alle Sklaverei betrieben und Rassismus. Dann hättest du es auch gemacht. Also wenn das nicht in Ordnung ist, einfach nur blindlings der Masse zu folgen, wenn diese gewalttätig ist, warum darfst du dann blindlings der Masse folgen, wenn diese an Tieren gewalttätig ist? Hat keinen Grund, aber es ist halt im Leben so, dass die Masse immer der Masse nachlaufen wird. Und wenn irgendwann hier alle vegan sind. Ich laufe nicht der Masse nach. Ja gut, du bist halt eine von ganz wenigen. Ja. Du bist lieber ein Mitläufer. Ein Mitläufer nicht, ich mache immer mein eigenes Ding, aber in dem Fall halt nicht. Nein, du machst hier nicht dein eigenes Ding. Obwohl du anerkennst, dass das eigentlich genau sowas ist wie damals mit schwarzen Sklaven, machst du es, weil es halt alle machen. Meine Damen und Herren, das hier ist ein gewalttätiger, tierunterdrückender Mitläufer. Vielen Dank. Gerne. Schäm dich. Kommt das auf YouTube? Schäm dich, ja. Sehr gut.